Hallo Freunde, welcome bei Books and Records und nochmals danke, dass ihr meinen Kanal, meinen YouTube-Channel schaut, also ich freue mich und immer liken und ihn weiterempfehlen, falls meine Inhalte interessant sein sollten, ich würde mich sehr freuen. Heute geht es wieder um Bücher. Ich hatte eigentlich 2 bis 3 sehr variable und auch interessante Bücher herausgesucht und denke aber von der Zeit her ist es zu schwer, weil das sind 3 verschiedene Bücher. Heute reden wir überwiegend nur über ein Buch und auch das, was uns heute bewegt in der Zeit, in der wir uns befinden. Und im Hintergrund haben wir hier gerade zu laufen als Entspannung Joe Henderson. Ich habe sogar ein Autogramm von ihm bekommen. Unglaublich schöne Platte, kann ich sehr empfehlen. Saxophon, sehr entspannter Jazz. Ja, die habe ich auch leider nicht auf Vinyl. Ja. Joe Henderson, sehr berühmter Saxophonist, kennt ihr mal googeln, hat mit allen Größen zusammengemacht. Ich glaube, das Buch ist erstmals erschienen 2011, 2011, 2012. Ich muss meine Brille aufsetzen. Ich glaube, 2011, 2012 ist jetzt hier nicht zu spannend machen. Also das Buch ist circa über 10 Jahre alt, hat unglaubliche gute Kritiken bekommen. New York Times Bestseller, Spiegel Bestseller und so weiter und so fort. Und hier geht es überwiegend, er beschreibt die ganzen industriellen Revolutionen. Da gibt es sicherlich viele Videos und viele Dokumentationen im Netz. Wie hat sich so das Ganze entwickelt, so dass wir jetzt heute natürlich jetzt alle über Klimawandel und Klimakrise reden. Er hat schon vor 10, 12 Jahren darüber berichtet und gesprochen, hat auch viele Präsidenten beraten, waren auf vielen Gipfeln dabei, auch in Davos und überall, wo Thinktanks sind und wo es um Wirtschaft, geopolitische Entscheidung geht, wurde er immer herzlichst eingeladen, auch bei Universitäten, Harvard, Stanford, also viele Unis haben ihn eingeladen. Also Jeremy Rifkin ist ein sozialökonomischer Professor. Also ich lese euch mal vor, wer Jeremy Rifkin ist. Jeremy Rifkin ist einer der bekanntesten gesellschaftlichen Vordenker unserer Zeit. Seine Bücher in mehr in 30 Sprachen übersetzt bringen die großen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Zukunftsthemen auf den Punkt. Er ist Autor vieler Bestseller, darunter unter anderem auch Der europäische Traum, ja, der ja auch so ein bisschen so am Wackeln ist, Der europäische Traum, ja. Und internationaler Buchpreis, also er hat internationale Buchpreise abgeräumt, Das Ende der Arbeit, Excess, ja, für das politische Buch Bruno Kreisky Preis bekommen und die empathische Zivilisation. Also er hat viele Bücher geschrieben. Jeremy Rifkin ist Gründer und Vorsitzender der Foundation on Economic Trends in Washington D.C. und unterrichtet an der renommierten Wharton School of Business. Außerdem ist Rifkin Berater für die Europäische Union in verschiedenen Regierungen weltweit. Ja, also so ein Professor, Wirtschaftsökonom, ja, hochinteressant. Also in seinem Buch zeigt Jeremy Rifkin, wie aus der Verbindung von modernster Telekommunikation mit erneuerbaren Energie eine machtvolle dritte industrielle Revolution hervorgeht. Deren Träger sind die Verbraucher. Millionen von Menschen könnten in ihren Wohnhäusern Strom produzieren und Überschüsse durch ein intelligentes Netz teilen. So wie schon heute Information zum Gemeingut geworden ist. Also dieses Buch, ja, hat so viele interessante Etappen. Er schildert natürlich die erste Etappe, wie alles begann, die ersten Lokomotiven, ja,
Südstaaten gegen Nordstaaten, Kriege, die Präsidenten, die gewechselt worden sind, warum welche Sachen historisch passiert sind, also alles komprimiert muss. Und in diesem Buch also werden alle diese geopolitischen Prozesse geschildert. Und die dritte industrielle Revolution ist die, in der wir jetzt uns befinden. Die zweite war, wo wir uns jetzt von der Dampflok verabschiedet haben und haben dann natürlich moderne Transportmittel gebaut, also ab den 50er, 60er, 70er Jahren. Das heißt, die Technik wurde immer moderner, die Infrastruktur. Viele große Wirtschaftspsychologen wie Adam Smith, ja, war ein schottischer Moralphilosoph, also er beschreibt auch viele Philosophen, Makroökonomen, Geschichtsprofessoren, Erfinder wie Newton, wie wir ins Newton-Zeitalter gegangen sind und so, und wie sich alle diese Technologien entwickelt haben, ja, und wie sich das natürlich in Zukunft im 21. Jahrhundert am besten entwickeln sollte, mit allen Technologien und Patenten, die vorhanden sind. Und da kommen wir natürlich jetzt zu einem Thema, was dieses Buch auch beschreibt, wie man das alles effizienter machen kann. Ja? Natürlich nach der zweiten und dritten industriellen Revolution, also mal ganz abzusehen, die erste, die haben ja so die ganzen Fabriken, Atomkraftwerke, Containerfrachtschiffe, das war ja damals alles so ja, im Aufwind und es gab auch nicht so viele Menschen auf der Welt und die haben natürlich die ganze Luft verpestet, es gab auch nicht so viele Autos, es gab nicht so viele Schiffe, es gab nicht so viele Flugzeuge und so weiter und so fort. Ja. Und dann sind wir in die zweite und in die dritte industrielle Revolution gegangen. Und das hat natürlich dann ganz speziell der Maschinenbau, Lokomotiven, Eisenbahn, Flugzeuge, Flugverkehr, also Transport, Aviation und dann jetzt ganz zu schweigen davon, alles, was wir an Rodung an der Erde gemacht haben, an Rohstoffe rausgeholt haben, auf Wasserstoffenergie, Staudämme und all diese ganzen Geschichten. Wir könnten viel mehr schneller Wasserstoffantriebe bauen, hybride Antriebe, also viele Technologien, die von großen Erfindern und Wissenschaftlern erfunden worden sind, schon bereits 30er, 40er, 50er, 60er Jahre, die wurden alle von den großen Konzernen freigekauft oder diese Wissenschaftler wurden in den Ruin getrieben. In einer meiner vorherigen Videos habe ich ja was über Wilhelm Reich gesagt. Könnt ihr mal gucken, was dieser Wilhelm Reich alles so erfunden hat. Und dann Nikola Tesla ist ja auch ein Begriff. Könnt ihr auch mal euch mal ein Buch mal gucken oder ein Video. Gibt es ja Dokumentationsfilme über Tesla. Und es gibt unzählige andere Erfinder, die man mundtot gemacht hat. Und sonst hätten wir die Welt ja nicht so schnell verpestet. Ja? Trotzdem ist der Klimawandel nicht nur menschengemacht, sondern die Menschen haben einen geringen Anteil daran. Und es wird in den Mainstream-Medien propagiert und auch von den Thinktanks und die Leute, die Strippenzieher, die dahinter steckt, insbesondere dieser allmächtige Davos-Treffen von Klaus Schwab, The Great Reset, also das Buch kann ich auch empfehlen, mal zu lesen, habe ich jetzt nicht da. Da werde ich mal auch mal ein extra Video machen, aber es gibt schon genug Bücher, genug Videos über The Great Reset. Ja, Rifkin berichtet von seinen Begegnungen mit Top-Manager und Spitzenpolitiker wie Angela Merkel, José Manuel Barroso oder Romano Prodi, damals in Italien Ministerpräsident, bei denen er unermüdlich für eine neue Welt eintritt. Sein Buch ist der faszinierende Werkstattbericht seiner Insiders über Zukunftstechnologien, die grüne Exportschlager werden können. Jeremy Rifkin entwirft ein neues wirtschaftliches Paradigma, das der Menschheit auf ihre Reise durch das 21. Jahrhundert auf dem Weg weisen wird. Also ein Buch, was ich zum 100. Mal empfehlen kann, um zu gucken, was alles passiert. Und wir brauchen auch keine, sorry, dass ich das so sage, meine lieben Freunde, gehirnamputierten Klimakleber. Und das sind auch keine Terroristen, ja. Mir tun diese junge Generation leid. The last generation. Was soll der Blödsinn, ja?
Generation Z kleben sich an den Bildern und an den Straßen, die Leute müssen zur Arbeit gehen. Damit rettet man nicht den Planeten, Freunde. Ja? Damit macht ihr euch nur, Feinde. Ja? Und der Planet rettet sich von allein, das habe ich in meinen ganzen anderen Videos gesagt. Und die werden sich schon was einfallen, um die Weltbevölkerung zu reduzieren, aber damit sie auf jeden Fall stagniert. Von Europa, von Südafrika oder Vorderasien, also die Ländern, die man bombardiert hat, von der NATO und der USA, wo da Diktatoren waren oder was auch immer da der Grund war, ja, Massenvernichtungswaffen hin und her. So, und diese ganzen Länder, ohne sie aufzuzählen, ob das Iran-Irak-Krieg, Syrien und so weiter, Ägypten, da sind also viele Menschen, Nordafrika, die strömen nach Richtung Europa und da auch muss dann langfristig dort auch ein Riegel vorgelegt werden, weil sonst erleben wir hier das blanke Chaos und Fachkräfte kommen da mit Sicherheit nicht, also das könnt ihr abhaken, ja. Selbst die Fachkräfte aus dem Ostblock muss man anlernen, aber die lernen natürlich viel schneller. Wir haben ja gesehen, welche guten Entwicklungen auch die ganzen Staaten, die sich vom Kommunismus bzw. von der russischen Diktatur befreit haben. Wir haben gesehen, welche Riesenfortschritte unter anderem mit der Unterstützung der Europäischen Union, Rumänien, Bulgarien, Polen, diese ganzen Länder, Litauen, welche Schritte sie nach vorne gemacht haben. Und jetzt haben wir leider die Ukraine, die sich eigentlich da schon versuchen, seit 10 Jahren sich loszusagen von diesem kommunistischen, sagen wir mal auch Mafia-Regime loszueisen. Aber das klappt nicht so ohne weiteres. Und daher sind viele Dinge, die auf der Welt passieren, nicht einfach so. Das ist kein Zufall. Ja? Das sagte auch Helmut Schmidt, hat auch mal gesagt, Politik ist kein Zufall. Also vieles, was passiert, ist nicht Zufall. Da gibt es auch zig Videos, die das aufklären. Nichts mit Verschwörung. Also richtig gute Video, tolle Bücher. Die große Einsturz eines Lügengebäudes, 9-11, kann ich nur empfehlen, das Buch. Ja, und hier bei Jeremy Rifkin nochmal zurückzukommen. Das ist hier alles sachlich, wie die ganzen Industrien sich entwickelt haben, wo wir hingehen wollen mit unserem Planeten, mit der Menschheit. Und natürlich sind Kriege natürlich immer so wie so ein Black Swans, ja. Du planst da irgendwelche schöne Sachen oder Vereinbarungen oder Kollaboration und dann kommt irgendein Staat und fängt dann an, dazwischen zu funken, weil die nicht wollen, dass die zur NATO gehen oder dass die keine Waffen haben oder, ja. Und hier bei der dritten industriellen Revolution ist es so, insbesondere in Europa, und das könnte man auch in Osteuropa Support umsetzen. Da gibt es ja sogar Glasfasernetze, die fehlen uns ja teilweise auch in Deutschland. Also die haben ja teilweise in Osteuropa schnellere Netze als wir in Deutschland, schnelleres Internet als wir in Deutschland, das muss man sich mal vorstellen. Insofern kann man rückschlüssen sagen, dass Google, Facebook und Tesla und Elon Musk natürlich und mit Sicherheit auch Amazon ein Segen waren. Also davon hat sicherlich die Industrie viel profitiert. Aber in vielerlei Hinsicht natürlich hat alles, was Vorteile ist, auch teilweise auch Nachteile. Ja? Deswegen kann man aber nicht gleich sagen, Facebook ist Schrott, weil da haben Tausende von Unternehmen durch Werbung, durch Facebook-Werbung Millionen und Milliarden von Umsätze gemacht. Das gleiche Amazon. Viele Bücherstores, viele Fachhändler konnten jetzt durch Amazon besser verkaufen, obwohl alle dachten, dass mit Amazon die ganze Buchindustrie ausstirbt. Ist aber nicht passiert. Jetzt ist sogar Amazon, oder seit zig Jahren, Amazon hat auch viele kleine Einzelwarenhändler, viele Händler gerettet, weil die sich da auf Amazon positioniert haben. Sicherlich, wenn es um die Preise geht und so weiter, na klar, ist es natürlich für so einen Kleinladen natürlich schwer zu überleben, wenn die Leute sich das alles online bestellen können. Und da hat natürlich auch die Europäische Union geschlafen, diese Milliarden von Umsätze, die die US-amerikanischen Unternehmen hier an unsere Steuern vorbei umsetzen konnten, während wir, wenn wir unsere Einkommensteuer, Körperschaftssteuer
Mehrwertsteuer, Lohnsteuer und das nicht pünktlich beim Finanzamt oder mit leicht Verspätung abkämen, dann haben wir ein Problem, dann kommen Säumniszuschläge ohne Ende. Also die haben viele Großkonzerne einfach an die lange Leine gelassen, während man unsere die kleinen Bürger stranguliert. Ja? Und das ist auch ein Problem, was ich sehe hier in Deutschland oder insbesondere in Europa, dass die Steuern noch einfach viel zu hoch sind. Die Leute gehen dafür nicht auf die Straße. Und solange die Menschen nicht auf die Straße gehen für Steuer, für leichtere Gesetze, für Flexibilität, für mehr Freiheit, solange wird hier nichts passieren. Im Gegenteil, das hat ja mal Jean-Claude Juncker mal gesagt, wir probieren etwas, setzen das auf die Straße und wenn kein großer Widerstand passiert, dann machen wir weiter und weiter und weiter. Und das ist deren Taktik schon seit Jahren. Deswegen wollen sie ja auch einen zentralistischen europäischen Staat. Und da sehe ich die Gefahr, dass bestimmte Nationalitäten ihre Identität langfristig verlieren. Also bestimmte Entscheidungen sicherlich können in Europa. Europa muss als großer Staat zusammenhalten. Aber ich finde, die Länder sollten schon autark entscheiden dürfen, ob sie bestimmte Sachen mitmachen oder nicht. Das Gleiche galt ja auch für die Pandemie. Das Gleiche galt für den Euro. Ob jetzt langfristig Vorteile oder Nachteile für Großbritannien entstanden sind, das wird sich zeigen. Sicherlich sind für uns mehr Nachteile entstanden, denn natürlich britische Produkte sind extrem teuer geworden. Also es gab auch im Bereich der Unterhaltungselektronik unglaublich viele Preiserhöhungen. Und jetzt auch durch die Pandemie und der Krieg und die Lieferketten sind natürlich auch im Unterhaltungselektroniksektor und im Premium- und im Luxusbereich bestimmte Produkte nicht einfach so verfügbar. Da muss man also mit Lieferzeiten rechnen. Aber gute Produkte halten dann auch eine Ewigkeit, als immer schnell, schnell, schnell. Und deswegen müssen wir auch uns von dieser schnell, schnell, schnell Industrie verabschieden, sodass wir auch Stoffe, Materialien entwickeln, die sich gut auf der Haut anfühlen, entweder reine Baumstoffe, rein aus Naturfasern oder eben recycelbar sind. Da gibt es schon ganz gute Dokus im Netz. In Italien gibt es schon Unternehmen, die praktisch also fast 80% der weggeworfenen Kleider, die Fasern recycelt werden und dadurch aus recycelbare Mode gemacht wird zu erschwinglichen Preisen. Und da müssen wir hin in eine saubere, ökologische, industrielle, dynamische, zivilisierte Welt steuern. Ja? Und das zeigt hier der Jeremy Rifkin sehr gut in seinem Buch. Und man lernt auch, dass man sagt, okay, jetzt durch ChatGPT, Artificial Intelligence, das ist da leicht angedeutet, ja, viele Sachen werden einfacher. Ja? Also es spricht nicht dagegen, dass jemand einen Store macht und ich kann mit einer App rein und kann mich selbst bedienen an der Kasse. Das ist nicht, dass da jetzt die Kassiererin um ihre Jobs fürchten müssen. Das werden zusätzliche Stores sein, um den Einkaufsvorgang zu beschleunigen. Ja? Das heißt, Technologie, Innovation bringt unheimlich viele Fortschritte. Ja? Und das hätten wir viel früher machen. Und da haben wir in Deutschland insbesondere 16 Jahre Schlafwandel oder Schlafzeit mit Merkel. Was hat diese Frau? Also ich frage mich, was 16 Jahre, ich meine in 16 Jahre regieren oder selbst drei Legislaturperioden, da kann man so viel umsetzen. Ja? Ja, Opposition hin und her. Das heißt, wie kann man effektiv als Industrie, als Menschheit, die Ressourcen, die uns der Planet gibt, oder die Sonne anzapfen, was schon viele Leute schon vor zig Jahren, vor über 50 Jahren machen wollten, ja, Energien anzapfen, die fast kostenlos sind. Ja, so. Und da müssen wir hin. Und das beschreibt Jeremy Rifkin in dem Buch ganz gut mit super neuen Ideen, wie sich praktisch Städte vernetzen. Ja? Wie Ampeln funktionieren.
wie Fahrzeuge funktionieren. Und wir sehen jetzt auch immer mehr die Gefahr von Elektrofahrzeugen. Also ich persönlich werde mir kein Elektrofahrzeug kaufen. Ja? Ich habe mir jetzt Steuer und verarbeitungsmäßig drin, ist mir da zu wenig für das Geld, was da geboten ist. Und nicht zu vergessen, innen drin, die werden noch mit Minion-Batterien angetrieben. Das sind ja zigtausende Batterien, die sie unterm Arsch haben. Und wenn die abfackeln, die sind alle da in Reihe geschaltet. Also ihr müsst euch mal anschauen, wie ist so ein Tesla-Wagen zusammengebaut? Was sind das für Batterien, die da unten kommen? Ja. Und da muss natürlich auch vieles neu entwickelt werden. Die Akkus, die Batterien, weil wenn so ein Ding abfackelt, Prost Mahlzeit. Und wenn du so ein Ding in der Garage hast, bei extremer Hitze, ja, oder irgendein Blitz einschlägt und zufällig entsteht dann elektromagnetische Spannung und trifft da die Batterie, dann fackelt dein ganzes Haus ab, wenn da nicht Mauern aus Stein haben. Deswegen ist in Amerika oft, nicht oft der Fall, aber es kommt vor, dass durch so einen Tesla-Brand das ganze Haus abgefackelt wird. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Und wenn so Elektrobusse abfackeln, da ist kein Entkommen für Menschen. Also, aber Elektromobilität, vernetzte Busse, AI, Kameraüberwachung, dahin steuert die nächste dritte industrielle Revolution schon hin. Und das wird dann die vierte industrielle Revolution sein. Das wissen die meisten von euch. Das wird dann ähnlich sein wie Science Fiction. Und das wird man schon in den nächsten 20, 30 Jahren sehen. In der Hoffnung, dass es keine atomaren Kriege geben würde, weil die Ressourcen stehen ja auch nicht unendlich zur Verfügung. Und das Erdöl sollte langfristig nur für große Autos oder Dieselkraftstoffe oder Benziner. Warum sollen wir die ganze Motortechnik aufgeben, die uns über Jahrhunderte bereichert hat? Und ganze Industrien davon leben, Zulieferer, Firmen, kleine Hersteller. Wenn die alle wegbrechen, dann haben wir wirklich ein Problem. Die können nicht alle auf Elektro, in Elektrounternehmen, Elektroindustrie. Ja? Weil Elektroindustrie, Elektrounternehmen, die müssen effizient arbeiten. Die haben auch gar nicht die Spannen, die die normale Fahrzeugindustrie hat. Und dann die ganzen Zulieferer für die Motoren, 6-Zylinder, 4-Zylinder, 8-Zylinder, 12-Zylinder, die ganze Ingenieurskunst, ob das jetzt Porsche, BMW, Audi, Mercedes, Ferrari, Maserati, Bentley, Rolls-Royce. Ich finde, diese Autos soll es weitergeben. Nur für die breite Masse, die können dann sparen Benzin, sind effektiver unterwegs und für die Stadt natürlich reißen absolut Elektrofahrzeuge. Aber man darf es natürlich den Menschen nicht aufzwingen, ja. Und das wird in dem Buch beschrieben, wohin geht diese digitale dritte industrielle Revolution, die dann irgendwann mal kommt, die vierte industrielle Revolution. Und da wird man sich fast komplett von den fossilen Brennstoffen teilweise verabschieden. Aber es kann nicht sein, dass wir hier Atomkraftwerke und Sachen schließen, obwohl wir nicht wissen, ob wir günstig Strom und Energie weiter halbwegs zu moderaten Preisen der normalen Bevölkerung das anbieten können. Ja? Das nützt ja wenig, wenn wir alle keine Atomkraftenergie mehr nutzen, kein Benzinauto mehr fahren, aber dafür müssen wir dann für Strom den doppelten Preis bezahlen. Das ist doch totaler Schwachsinn, das kann sich doch kein Mensch mehr leisten. Ja? Und man soll auch den Leuten die Autos fahren lassen, wenn die Autos noch 5 oder 10 Jahre, 20 Jahre fahren können, dann soll man die fahren lassen. Was sind denn das für Gesetze, wo man dann Elektromotoren verbietet? Benzinmotoren, das ist doch Schwachsinn. Lass doch, wenn jemand ein neues Auto hat, hat er das Recht, das Ding lange zu fahren. Und die Autoindustrie darf dann entscheiden, ob sie sagen, okay, im Kleinautosegment werden wir keine Motoren mehr herstellen. Alles, was Kleinautos, mittlere, kleine Limousinen, da werden wir auf Elektro- oder Hybridantriebe umsteigen, der Umwelt wegen. Ja? So, aber die großen Luxuskarossen und Benziner und Sportwagen, ja, da muss die Ingenieurskunst bleiben und die müssen dann eben effizienter mit vielleicht kann man eine extra Besteuerung dann nehmen für Luxuskarossen, dass man sagt, hey, du fährst noch einen Benziner, gibt es dann keine Ahnung, eine Strafsteuer von 1% oder so, keine Ahnung.
Ja, aber das soll man den Leuten selber überlassen. Dass wir Europäer dann sagen, wir wollen unseren Frieden, wir haben mit der Ukraine nichts zu tun, das geht nicht, das ist fast um die Ecke. Na, stellt euch das mal vor, die Vereinigten Staaten von Amerika würden Taiwan aufgeben. Ja? Stellt euch das mal vor. Ja, weil in der Ukraine, da kann sich ja auch ein zweites Silicon Valley, da sind viele Startups, hochbegabte Startups, die können mit Drohnen umgehen, die haben Technologie, da ist Microsoft, da ist alles. Ja? Auch in Russland natürlich. Ja? So, und das ist ein Land, mit dem wir, das Land hätte mit Europa zusammen und den USA ein richtig großes, wirtschaftliches, starkes Land werden können. Die würden locker Polen überholen. Ja? Nebenbei großes Lob an Polen, dass die ohne Polen, also ich wünsche, alle Länder würden sich so wie Polen verhalten. Ja? Dass sie die Eier zeigen, wie die Polen, ja? Und die Ukrainer. Und nicht dieses Wischiwaschi, ja, in Deutschland. Bloß nicht einmischen, Hauptsache ich mache mein Ding. Ja? So, und mit Geld löst man auch nicht alle Probleme. Und daher ist es wichtig, dass wir Technologien annehmen, dass wir neue Innovationen annehmen, dass wir auch, dass der Staat, dass die Politik unbürokratischer wird und dass vor allem fähige Leute in die Politik gehen. Denn wenn sowas in einem Unternehmen, würde man sofort Insolvenz anmelden. Ja? Und es kann nicht sein, dass bloß weil Menschen anderer Meinung sind, dass man die dann als Corona-Terroristen anzeigt. Und deswegen gehören für mich Leute wie, ja, wie Söder, Drosten, Lauterbach und Co. für ein paar Wochen, Monate hinter Gittern für die Panik, die sie verbreitet haben. Und die verantwortlichen Politiker, die diesen ganzen Schwachsinn mitgemacht haben. Ja. Unabhängig davon, ob es gut gemeint ist oder nicht, da steckt eine ganz große Pharmalobby dahinter und wir haben verpasst, ins neue Technologiezeitalter zu gehen. Im Gegenteil, die schließen uns 2 Jahre ein, zurück in die Steinzeit. Und wer hat da große Kasse gemacht? Pharmakonzerne, Amazon und Co., Online-Konzerne und viele Politiker haben sich da das große Geld in die Tasche gesteckt. Ja? Die Autoindustrie, die Flugindustrie, die ganzen, die wichtigsten Industrien wären beinahe bankrott gegangen. Und viele Airlines, viele kleine Zuliefererbetriebe sind beinahe vor die Hunde gegangen. Mal ganz zu schweigen, die Gastro-Lebensmittelindustrie. Ja. Deswegen waren diese Corona-Hilfen unglaublich wichtig. Ja. Und selbstverständlich müsste man diese Corona-Hilfen, wenn es alles sauber abgewickelt wurde, da waren ja auch Betrüger unterwegs, gar nicht mehr zurückzahlen, weil der Staat hat uns fast in den Ruin getrieben. Ja. Und in meiner Branche, Unterhaltungselektronik, IT-Branche, da geht es um Premium-Produkte, Gott sei Dank, die sind davon nicht so betroffen worden, weil die Leute haben zu Hause schön Musik gehört, eine schöne Platte aufgelegt und wenn man diese Leidenschaft hat, Musik zu hören, außer jetzt Bücher lesen, dann kommt man gut über die Runden und ein bisschen Sport machen, gesunde Ernährung, hat man diese schwere Zeit, diese 2 Jahre Knast gut überwunden. Auch Agrarwirtschaft, wenn es jetzt die Welt, viele Waldbrände sind jetzt zurzeit leider durch hohe Temperaturen, aber ist auch nur der Fall, weil die Erde einen Polsprung hatte, kann man alles auf der NASA-Seite lesen. Es gibt tausende von renommierten Wissenschaftlern auf der Welt, die genau das Gegenteil sagen. Klimawandel ist da, aber ist nur 5% machen die Menschen davon aus. Ja, der Rest ist natürlich Erdumlaufbahn, Planeten, Sonne, Entfernung, Polsprung der Erde. Ja, die Planeten ändern sich auch. Die sind ja nicht immer gleich. Auch die Planeten, auch viele verschiedene Planeten, auch die Sonne, der Mond, die Venus, Merkur, das könnt ihr alles auf der NASA-Seite lesen. Die haben sich ja auch im Laufe der Jahrtausende, Jahrhunderte verändert. Und dann ist es auch so, dass wir vielleicht immer mehr der Sonne ausgesetzt sind. Aber es gibt auch andere Bereiche, wo es geschneit hat und gehagelt hat und so kalt war wie noch nie zuvor. Ja? Also die Pole einfach verschieben sind. Und das ist das Problem. Ja? Und das ist scheißegal, was wir Menschen machen. Natürlich ist es besser, wenn die ganzen Fabriken diesen ganzen Dreck in die Luft nicht pesten. Da muss man rangehen. Und da würde ich mich freuen,
wenn da so die Klimakleber und die ganzen Greta-Anhänger, also diese Jugend, an diese Konzerne rangeht, ja, und nicht einfach die Straßen versperren oder Sachbeschädigung machen in Museen und so weiter und so fort. Ja, ich bin eigentlich fertig mit meinem Plädoyer, 45 Minuten. Hätten wir uns auch mehr um Rüstung und Forschung gekümmert, dann hätte Europa auch ein Hightech-Staat, was Militär betrifft. Das kann ja nicht schaden, gut bezahlte Soldaten zu haben, gut bezahltes Militär, tolle Waffen, moderne Waffen. So, dann hätte sich vielleicht jemand wie Putin das dreimal überlegt, ja, Europa zu drohen, beziehungsweise die Ukraine zu drohen oder Europa zu drohen, wenn wir eingreifen, dann macht er dies und jetzt und diese ganzen schwachsinnigen Drohungen, die da im Netz kursieren. Ja, denn die wollen ja auch in Ruhe leben. Ja, keiner hat Bock auf Armageddon. Ja, aber wir haben uns zu sehr beschäftigt mit LGBT, Transgender und so weiter. Das ist ein anderes Thema, das werde ich irgendwann mal reißen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Da geht es um Deutsche Grammophon, Klassik, überwiegend Klassik, ja, was ich so für Schätze habe zu Hause. Ich höre auch gerne Klassik und ich biete eine ziemlich tolle Klassik. Ich habe über 400 Platten, die ich günstig abgeben kann. Also da sind gemischte Pressungen für 1 Euro dabei, da sind Pressungen für 2 Euro dabei und alles, was Deutsche Grammophon ist, könnt ihr haben für 3 Euro. Einige sind über 10 Jahre nicht gespielt worden, aber ich muss hier ein bisschen Platz machen. Habe so eine kleine Klassiksammlung für mich zusammengestellt, das reicht mir. Ich höre überwiegend ja Jazz und Soul und Funk und viele andere Musikrichtungen. Und ja, da könnt ihr hier auf dem Kanal Books and Records gucken. Also das nächste Video wird über Klassik-Platten sein. Da gehe ich kurz durch. Und dann irgendwann mal gibt es dann ein Video über dieses ganz berühmte Buch Die Bilderberger, wo es beschrieben ist, wer sind die, was machen die, warum hört man von denen so wenig, aber im stillen Kämmerlein beschließen die so ganz interessante Sachen. Ciao, liebe Grüße aus Berlin, danke, wer jetzt so lange zugehört hat, ihr kriegt von mir 2 Likes und jeder, der hier ein Like macht, kriegt bei mir auch einen Sonderrabatt. Wenn er sich für Klassikplatten interessiert, dann sehe ich das in den Kommentaren unten. Dann kriegt ihr die Platten zum halben Preis. Das ist kein Joke. Also kauft ihr 100 Platten für 1 Euro, kriegt ihr die für 50. Kauft ihr 100 Platten für 2 Euro, sind 200, kriegt ihr die 50% Rabatt. Liked. Und es gibt da noch was obendrauf dazu. Bis dann. Wir sehen uns spätestens oder hören uns spätestens in ein paar Tagen. So in 5 Tagen spätestens. Danke, Leute. Ciao. Bis zum nächsten Mal.